Jo, Freunde, Telos hier und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben heute Freitag 19 Uhr und wir haben den angekündigten, beziehungsweise den mamunkelt, dass diese Karte kommen wird, den guten Summer Heat Sissoko rausbekommen. Ja, eine sehr heftige Karte. Nach Ndombele, nach Pogba kommt der dritte krasse ZM als Franzose aus der Premier League, Leute. Und auf diese Karte habe ich mich sehr gefreut. Die werde ich abschließen jetzt nicht in diesem Video. Ich werde sie morgen oder die Tage oder heute Abend noch später abschließen. Aber wir schauen uns heute an, wie viel diese Karte kosten wird. Also wir schauen uns an, was wir abgeben müssen. Dann schauen wir uns die Werte an, Leute. Schauen wir uns die Linkbarkeit an. Und ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, Leute, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lässt und ein Abo da lässt, um kein Video mehr zu verpassen. Und natürlich aktiviert die Glocke, würde ich mich, wie gesagt, auch sehr drüber freuen. Wir schauen uns erstmal an, was wir abgeben müssen. Das sind zwei Sachen, ein 85er Rating und ein 86er Rating. Wenn ich mal auf Footbin gucke, steht natürlich noch nicht der Preis. Warte mal, seit dem Shield of Light Primer. Die Packs sind nicht so schlecht, aber sind auch nicht die besten Packs. Wir haben hier einen Delaney mit einem Rating von 85, ja. Heißt, dieser SPC, und da der kostet roundabout 120k. Heißt, dieser SPC wird ungefähr 120k kosten. Diese schätzt für 150 bis 170. Sagen wir maximal 300k. Ein Schnäppchen. Ein absolutes Schnäppchen. Wir schauen uns die Karte an. Er hat hoch, ist 1,87, starker Fuß rechts. Spezialbewegung 3, schwacher Fuß 4 ist okay. Schwacher Fuß 5 wäre noch besser gewesen, aber es so, die Sternverteilung ist okay. Er hat Eigenschaften Zuverlässigkeit, also ja, kein besonderen Trade. Aber Leute, diese Werte, ja. Wer Sissoko vor Börse gespielt hat, ja, weiß, wie gut dieser Sissoko sich spielen lässt. Ich glaube, er hat sogar noch eine andere Karte gehabt. Was war das für eine Karte? Doch, Fruit Birthday und irgendeine andere Karte. Auf jeden Fall, Leute, ist Sissoko halt quasi ähnlich wie der gute Vieira. Ja, wer Vieira gespielt hat, weiß, wie krass Sissoko sein kann. Und die Werte sehen ziemlich, ziemlich lecker aus. Alles über 90, außer der Schuss, Leute. Ja, da fehlt es ein bisschen, vor allen Dingen am Abschluss und am Fernschuss. Sonst ist diese Karte einfach monströs. Er hat zwar nur Beweglichkeit 76, Balance von 69. Das ist so die Schwäche, die ich bei Sissoko sehe, aber ja, die anderen Karten oder auch die normale Karte hat mir schon sehr, sehr gut gefallen am Anfang von FIFA. Dementsprechend für maximal 300k, ich weiß nicht, wie der Markt explodieren wird. Er ist ja schon ein bisschen angestiegen, weil die Prime-Moment-Icon-SPC geleakt wird. Die aber heute noch nicht gekommen ist, die wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen wird. Dementsprechend ist der Markt ein bisschen höher gegangen, dementsprechend kann das auch mehr als 300k kosten, aber ich schätze mal, diese Karte unter 300k kosten wird. Und was gibt's noch zu sagen, Leute? Unglaublich kranke Karte. Wir schauen uns an, wie wir den guten Sissoko linken können. Es gibt natürlich sehr, sehr viele Franzosen jetzt, vor allen Dingen als Summer Heat. Ja, EA liebt die Franzosen, ja, EA, ja, ich weiß nicht, EA liebt einfach diese Franzosen, aber wir können uns erstmal Tottenham anschauen, weil da fällt mir direkt ein Son ein. Ein, ja gut, Kane ist jetzt nicht so toll. Was gibst du? Genau, Son, gut, Kane, Ndombele, ja, wir haben hier ein, wie heißt der, Stronglink? Heißt das Stronglink? Auf jeden Fall so ein Link, der halt perfekt ist. Ein Lucas Moura, was gibt's noch? Ein, wie hieß der? Gut, normale Eriksen, wie hieß der? Einer fehlt hier noch bei Tottenham, den ich gerne aufgelistet hätte. Genau, Dele Alli oder auch ein Sanchez, wie ihn damals gemacht hat. Jetzt schauen wir uns nochmal die Franzosennamen aus der Premier League, womit wir ihn noch grün linken können. Und natürlich auch mit Icons, ja, ist klar. Mit Pogba, mit Kanté, Leute, mit Ndombele, mit Martial als Storyline, den man bald freischalten kann. Darüber folgt auch noch ein Video mit Sandmatch und Maxima, den gibt es noch nicht als Stürmer, als rechter Flügel, als Lacazette. Also Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir den guten Sissoko linken können. Und jetzt seid ihr gefragt, macht diese Karte, macht ihr ihn nicht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin damit raus. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.